1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Fleisch. Ich möchte mit euch reden rund um das Thema Fleisch. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Im Moment sind wir noch unter uns. In 5 Minuten ungefähr schaltet sich das Fernsehen dazu. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den ersten Anrufer. Manuel, 20 Jahre, guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hi. Fleisch. Ja, mein Thema ist, hast du Big Brother schon verfolgt? Kennst du die neueste Staffel? Nee, nur so ein bisschen. Ich weiß so grob, dass wie es da so zugeht, aber ich verfolge es nicht. Ja, es gibt ja diese drei Bereiche, halt den Reichen, Normal und dieses Survivor. Ja, genau. Mhm. Und diese Survivor müssen halt, kriegen halt schon tote Tiere angeliefert, also Hühner, Hasen. Tote Tiere? Ja. Mhm. Halt also was heißt ja. Arm und Reich und Survivor? Was heißt Survivor? Survivor sind die unterste Kaste da, oder wie? Ja, die leben halt so draußen da irgendwie und... Aha. Haben halt nur so Grundnahrungsmittel und so Sachen. Die Armen. Ja, ich würde sagen. Ja. Ja, nee, und sie kriegen dann halt so Hasen oder Hühner. Ich habe nur den Hasen gesehen. Mhm. Und da ist halt Kopf und Fell alles noch dran. Ja. Sie müssen sich dann halt selber da zurechtschlachten. Das finde ich doch schon ziemlich abartig irgendwie. Warum? Ich weiß nicht, muss sowas um 19 Uhr laufen? Warum nicht? Frage ich jetzt mal ganz, 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 ganz provokativ. Wenn es gegessen wird, ist es doch eigentlich auch keine Schande, zu zeigen, wie es gemacht wird. Dann darf man es auch nicht essen, um 19 Uhr. Oder? Ja, ich weiß nicht, ich finde es doch ein bisschen abartig. Vor allen Dingen, jetzt gucken ja nicht nur Erwachsene Big Brother. Und ich weiß nicht, ich finde es, sie war schon sehr krass dargestellt. So, sie hängen das Vieh halt an so Gitterstäben auf und ziehen dann die Haut darunter und so. Ja, aber dann sehen die lieben Kleinen mal, wie es zugeht, bevor das Fleisch in den Hamburger kommt zum Beispiel. Ne? Ja, aber muss man sowas unbedingt im Fernsehen sehen? Ja, ist die Frage, ne? Ist die Frage. Bist du Vegetarier? Nee. Nein, bin ich nicht. Nee. Also dich stört einfach so die Darstellung des Aufschneidens und das geschlachtet werden die ja nun nicht, sondern die werden tot angeliefert. Ne? Ja, so. Erst sollten sie noch lebendig da angeliefert werden, aber so. Es wurde dann wohl doch verboten. Ja. Mhm. Und die zeigen dann genau, wie die von innen ausgenommen werden, die Tiere. Ja, klar, sie haben dann mit der Kamera halt voll drauf gehalten, die drei in diesem Bereich mussten halt da mit dem Messer dann. Haben dann rumgeporkelt und halt das Herz und die Innereien rausgenommen und. Wie fandest du das so persönlich für dich? Fandest du das ekelhaft? Ich fand's eklig, ja. Ja? Ja, wir saßen auch mit mehreren Leuten, die am Gucken und ich fand's eigentlich. Mhm. Wir fanden's alle nicht wirklich prickelnd. Ja, aber das ist ja immer so eine Sache. Wenn man das dann sieht oder wenn man auch schon mal in einem Schlachthof war, findet man das ganz grauenhaft. Aber man setzt sich gerne im Restaurant oder weiß ich, bei McDonald's oder wo auch immer hin und bestellt sich dann Fleisch. Ja klar, das ist ja gerade, was ich so sagen will. Wenn ich esse ja, aber ich weiß nicht, wie es auseinandergenommen wird. Und das ist ja trennig so. Ja. Möchtest du das persönlich wissen? Nee, das ist ja gerade die Sache. Ich möchte nicht wissen, wie es auseinandergenommen wird. Ja, auch nicht abends um 11, wenn es später gesendet würde. Nee, eigentlich möchte ich es gar nicht sehen. Wie reagieren denn die Insassen da? Gehen die da locker mit um oder gibt es da auch Naserümpfen und ein bisschen Ekelgefühl und so weiter? Ich weiß nicht, auf jeden Fall zwei Männer und ein Mädel. Ja, und das Mädel war doch schon etwas schockiert. Ich habe auch nur das zweite Tier gesehen. Das erste muss wohl ein Huhn gewesen sein. Ein Huhn? Ja, und ich habe jetzt nur den Hasen gesehen. Das war vor 3 oder 4 Tagen. Ja. Ja, und das Mädel auf jeden Fall sich gar nicht daran beteiligt und fand das Ganze auch schon ziemlich abartig. Ziemlich abartig. Bist du da mit deiner Meinung alleine? Du sagst gerade, du hast das mit mehreren gesehen. Fanden das alle Leute so? Oder? Ja, also es waren noch Bekannte hier und die fanden es eigentlich auch total abartig erschreckend so. Nachdem die dann die Tiere da auseinandergenommen haben in der Sendung, werden die zubereitet, gebraten? Ja, die haben dann halt so einen Kamin da und dann... Mhm. Würde dich das interessieren, mal so richtig hinter die Kulissen zu gucken, wie Fleisch hergestellt wird, also wie Fleisch verarbeitet wird, so muss man es ja sagen. Weiß ich, in so einem Großschlachtbetrieb oder eine Riesenmetzgerei, oder würdest du dann auch eher sagen, nee, komm, lass mal gut sein? Nee, ich muss mir nicht unbedingt angucken, nicht unbedingt, wie das auseinandergeschnitten wird. Und Kannst du nachvollziehen, dass Leute dadurch vielleicht auch zu Vegetariern werden, wenn die sowas sehen? Ich denke schon, dass manche das abschreckt. Ja. Wie wichtig ist für dich überhaupt zu Fleisch essen? Ja, doch schon wichtig. Ja.
Also gehört dazu, ne? Ja, auf jeden Fall. Gutes Stück Fleisch, sage ich auch. Ich bin auch kein Vegetarier. Ich muss halt nur nicht sehen, wie es du bereitest. Ja, das habe ich erst verstanden, dass du das nicht so magst, ja. Gut, Manuel. Also, dann danke ich dir für deine Meinungsäußerung. Ja, alles klar. Und sag alles Gute und tschüss. Jo. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein bisschen Musik und warten auf die Fernsehzuschauer. Ich sage euch nochmal unsere Telefonnummer, das ist 0800 220 5050. Ich sage euch auch unsere Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Das Thema ist Fleisch heute Nacht. Ich möchte gerne mit allen möglichen Leuten reden, die zum Thema Fleisch etwas zu erzählen haben. Vielleicht mit Fleischsüchtigen, mit Fleischhassern, vielleicht auch mit Metzgern oder Chirurgen oder auch wir können uns unterhalten über Krankheiten, die mit Fleisch zu tun haben. Das erzähle ich gleich den Fernsehzuschauern auch nochmal. Jetzt machen wir ein paar Takte Musik. Ja, liebe Fernsehleute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Wir haben heute Abend ein Thema, heute Nacht ein Thema, ein vielleicht etwas spezielles Thema. Das Thema heißt Fleisch. Und ich möchte gerne mit euch reden über allerlei Geschichten rund um das Thema Fleisch. Ich möchte gerne mit Fleischhassern unter euch sprechen. Ich möchte gerne mit Fleischsüchtigen sprechen, die sagen, ich brauche unbedingt Fleisch. Ich bin ganz wild und gierig auf Fleisch. Es ist überhaupt kein Tag, wo ich nicht morgens, mittags, abends Fleisch essen muss. Möchte vielleicht auch über Ekelerlebnisse sprechen, die ihr mit Fleisch schon hattet. Dann unter anderem vielleicht auch noch mit Leuten, die mit Fleisch beruflich etwas zu tun haben. Also mit einem Metzger oder mit einem Chirurg. Beide haben mit Fleisch ja auch zu tun. Oder wir können auch über Krankheiten reden, die durch Fleisch ausgelöst wurden oder Krankheiten, die am eigenen Körperfleisch stattfinden. Also, und wir können natürlich auch gerne über die Fleischeslust reden, also über sehr ungewöhnlichen und abgefahrenen und krassen Sex, Fleischeslust. Also ich bin mal gespannt, was ihr mir da alles so erzählen werdet heute Nacht. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Fleisch. Gerhard, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, Gerhard. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon, damit ich dich klarer höre. Gut, so besser? So besser. Thema Fleisch. Ja, ich rufe an, weil ich esse sehr, sehr gerne Fleisch. Ja. Ohne Fleisch könnte ich nicht leben. Und ich esse es auch sehr gerne roh. Immer? Nicht immer. Nicht immer. Aber sehr gerne. Ich esse es gerne gebraten, gekocht und roh. Ja. Nun kann man ja im ersten Moment vielleicht sagen, naja, okay, ist vielleicht noch nicht so ganz ungewöhnlich. Wie sehen denn die Mengen bei dir aus, die du vertilgst? Jo, das kommt schon mal bei der Zubereitung. Es geht also von einem kleinen Stückchen bei der Zubereitung. Ja. Bis ich kaufe mir einen Schnitzel und esse es mir roh. Du kaufst dir einen Schnitzel und isst es dir roh? Ja. Das heißt, du kaufst dir einen Schnitzel und hast vielleicht so einen Heißhunger drauf und gehst draußen auf der Straße, packst es aus und beißt in dieses blutige Schnitzel hinein? Das kann passieren. Das ist schon heftig, ne? Ja. Kann auch ein Schweineschnitzel sein. Kann auch ein Schweineschnitzel. Wir haben ja heute, die Fernsehzuschauer sehen das ja, wir haben ja so ein, in unserer Dekoration hier, muss ich hier, so ein schönes, großes, altes Schweinchen hier stehen. Und das haben wir heute aufgestellt, weil wir dachten, pfiffig wie wir sind, irgendwie passt das doch zum Thema Fleisch, nehmen wir mal den Hirsch weg, einmalig und stellen das Schweinchen dahin. Also, er isst roh Schweinefleisch. Ist das nicht ungesund? Kann man sich da nicht tausend Sachen irgendwie holen? Also, bis jetzt habe ich es ganz gut überstanden. Also, nicht nur Schweinefleisch, also Schwein und Rind ja, auch. Ja. Isst du auch zum Frühstück schon Fleisch?
plane es nicht ein. Nur wenn ich wirklich mal ein Stück frisches Fleisch im Kühlschrank habe, was für ein Mittag gedacht ist, schneide ich mir davon auch schon mal ein Stück ab. Also eine leckere Tasse Kaffee und ein Stück rohes Schweinefleisch ist das schönste Frühstück für dich? Ja, so in etwa. Wie kommt das? Das ist ja nun ein bisschen doch sehr animalisch und so wie unsere Vorfahren vor, weiß ich wie viel, 100.000 Jahren das gemacht haben. Wie kommt das? Ja, es schmeckt mir einfach. Die Fleischindustrie wird jetzt jubeln. Da ist Gerhard und sagt, mir schmeckt einfach Fleisch. Mir schmeckt deutsches Fleisch richtig gut. War das immer schon so? Ach, eigentlich solange ich denken kann. So als Jugendlicher irgendwann mal probiert und gesagt, ja. Also Fleisch schmeckt gekocht, gebraten und roh auch. Ja. Und auch verarbeitet, das heißt so in Wurstform, sagst du auch nicht nein? Nein. Also ohne Fleisch könnte ich nicht leben. Also ich könnte als Hauptgericht Fleisch, Beilage Fleisch und als Dessert auch noch mal ein Stückchen Fleisch essen. Gibt es auch irgendwelche sonderbaren Kombinationen, wo du sagst Dessert, dass du Fleisch kombinierst in der Tat mit irgendwas Süßem? Das nicht. Nee, das gar nicht. Also Fleisch pur. Also es kann passieren, dass du morgens schon mal ein Stückchen Fleisch, wenn nicht sogar ein rohes Stückchen Fleisch zu dir nimmst, ist mittags sowieso dann. Ja, nach Möglichkeit. Nach Möglichkeit und abends dann auch nochmal. Ja. Bist du alleine oder bist du verheiratet? Nee, ich bin verheiratet. Ich habe eine Familie. Und ist die ganze Familie auch so drauf? Nicht so wie ich, aber die essen auch mal ein Stückchen. Aber deine arme Frau, die muss ja dann wirklich jeden Tag mit schweren Taschen zum Metzger laufen. Beziehungsweise ja, also die zurück. Menge sind es nicht. Also naja, du. Hier kein pundweise Fleisch. Was bevorzugst du denn am ehesten? Ist es das Rindfleisch, das Schweinefleisch, das Hühnerfleisch? Hühnerfleisch, also Geflügel lasse ich. Da hab ich doch zu sehr Angst, dass man sich da was wegholt. Ach so. Und sonst ist es gleichwertig, Rind? Ist es gleichwertig. Muss es Fleisch vom Biobauer sein oder kann es ganz normales sein? Nein, ganz normales. Ja? Es muss, also wie gesagt, natürlich nur frisch. Und ja? Ich meine, gerade wenn man es roh isst, schmeckt man ja, wie frisch es ist. Ich bin immer noch ganz, ganz baff mit dem Rohen. Würzt du das denn wenigstens ein bisschen? Nee, wenn es auf der Straße ist, kannst du es nicht würzen. Nö, am liebsten pur. Aber das ist doch zäh, das Zeug. Wenn man so ein ganzes Schnitzel im Mund hat, ungebraten, das kannst du überhaupt mit den Zähnen auseinanderreißen, auseinanderbeißen. Das kann man abbeißen. Ja, ich finde es ganz eklig. Wenn ich mir ein Steak bestelle, muss das immer, dann ist die Bedienung oder der Koch immer ganz entsetzt. Das darf nicht Medium sein oder sowas. Das muss richtig knallhart durchgebraten sein. Deswegen bin ich da so, frage ich da so nach mit dem ganz rohen. Das ist zu schade. Ein Steak durchgebraten muss ist durchgebraten sein. Also gehe ich laufen, wenn ich das Blut da spritzen sehe auf dem Teller, ist mein Appetit weg. Ja, so ist es. Gut, ich esse auch ein Steak medium gebraten. Ja. Schmeckt auch sehr gut, aber durchgebraten ist es zu schade. Was ist denn mit den Innereien? Isst du auch Leber, Niere? Das mal lieber nicht. Das lieber nicht. Weil, wie gesagt, also ich habe Rind und Schwein ja. bis jetzt gut vertragen und ich will lieber keine neuen Experimente machen. Bist du dick? Bitte? Bist du dick? Ich bin dick, ja. Du bist dick, ach du... Was ja eigentlich gar nicht sein muss, ne? Wenn man mageres Fleisch isst, muss man ja nicht dick werden davon. Ja. Aber ja, dein Arzt ist ja nicht so, dass ich mich ausschließlich von rohem Fleisch esse. Nein, natürlich nicht. Nein. Aber dein Arzt ist wahrscheinlich auch nicht so begeistert davon. Ne? Man muss ja mal ein bisschen Kartoffel und Gemüse und sowas essen. Esse ich auch, aber eben nicht so gerne. Esse ich, weil es dazugehört. Ja. Also ein großer Fleischliebhaber, ne? Bist du, der ja, Gerhard. Also, und wie gesagt, meine Familie ist da. Nicht abgeneigt, meine engere Familie. Du züchtest da die Kinder rein in diesen Geschmack, glaube ich. In diese Verhaltensweise. Das kann sein. Also ich habe mich mal, meine Frau hatte einen Nacken ausgelöst. Ja. Fleisch vom Knochen gelöst. Ja. Ist natürlich noch Fleisch am Knochen dran. Ja. Habe ich mich mit meinem Sohnemann drum gestritten. Wir haben den beide abgeneigt. ein roher Nackenknochen. Ja. Das ist ja ein Bild, das hätte ich gar nicht gesehen. Da lacht die Frau im Hintergrund. So, dann wünsche ich guten Appetit weiterhin, Gerhard. Ja, ich wollte noch sagen, also ich habe das, meine Umgebung reagiert also teilweise wie du. Ja. Eine Kollegin, die hat wegen mir jetzt Albträume, weil ich ihr das erzählt habe. Nee, so schlimm war es jetzt nicht. Wir haben alle keine Albträume. Wir finden dich ein bisschen kurios, aber sehr nett und es sei dir gegönnt, wenn du Spaß am Fleisch hast, am Fleischessen hast.
Ne, in diesem Sinne. Schönen Gruß an die Familie. Danke. Tschüss. Thema Fleisch 0800 220 5050. Bernd ist hier, 22. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, hallo Bernd. Ja, ein bisschen leise höre ich dich nur. Ja, das kommt schon. Ne? Okay, einwandfrei. Ja, mein Thema ist Menschenfleisch. Menschenfleisch? Menschenfleisch, ja. Du bist aber kein Kannibale. Nein, auf keinen Fall, nee. Das wäre natürlich sehr spektakulär. Ich wollte hier in Rotenburg oder sowas machen. Nee, also ich bin Medizinstudent und zum Medizinstudium gehört halt, dass man im ersten Semester bei uns einen Anatomiekurs macht. Ja. Und das heißt halt, dass man eine Leiche bekommt und die im Verlauf eines Jahres komplett zerlegen muss. Ist das im ersten Semester schon? Direkt im ersten Semester. Aha, geht das ich dachte, das wäre später. Ja, das ist von Uni zu Uni unterschiedlich. Bei uns ging es halt direkt im ersten Semester hammerhart los. Ja, ja, das ist wirklich hammerhart, ne? Wenn man noch ganz unbescholten ist und unerfahren mit solchen Dingen und steht dann gleich im ersten Semester vor der ersten Leiche. Genau, so sieht's aus, ja. Erzähl mal, was macht man mit der Leiche? Ja, also es geht damit los, dass man in Anatomie halt erstmal ein paar Grundlagen beigebracht bekommt. Das heißt zunächst erstmal Skelettaufbau. Mhm. Aber dann geht's direkt weiter, dass man diese Leiche bekommt. Die ist halt vorher ein halbes Jahr eingelegt in so Formalinflüssigkeit. Das heißt, das stinkt wie die Pest, ne? Aber dieser Geruch setzt sich in den Klamotten fest, in den Kitteln und hat zwar Gummihandschuhe an, aber die Hände riechen nach der Arbeit auch noch sehr lange nach diesem Formalin. Genau, danach riecht es. Es riecht nicht nach Verwesung und nach Leiche, sondern es riecht nach Verwesung, nein. Ja. Wir reden jetzt über deine Leiche. Über meine Leiche. Ne? Die du hattest, ne? Die du bearbeitet. Ja. Wie lange liegt das zurück, dass du das gemacht hast? Das war im Herbst 2001 bis Herbst 2002. Ja. War das ein Mann oder eine Frau? Das war eine Frau gewesen. Ja. In welchem Alter? Das ist schwer zu sagen. Wir kriegen halt zu diesen Leichen, die sind anonymisiert, da kriegen wir gar keine Daten. Nee, aber das kann man ja sehen, also, ob die nun 17 war oder ob die 80 nein, war. Nein, also so 17-Jährige kriegt man gar nicht. Also die sind normal über 50 so in dem Dreh. So, und dann, was muss man denn machen damit? Bist du da übrigens allein? Nee, mit mehreren dran. Nein, man ist, also das ist ein großer Saal, da sind 16 Tische drin und an jedem Tisch sind 10 Personen. Ja. 10 Studenten. Und dann wird geschnibbelt und geschnitten? Dann wird geschnibbelt, ja. Also es geht damit los, dass man halt erstmal die Haut ablöst. Mhm. Die kann man so abziehen? Nein, also da muss man schon mit dem Skalpell dran gehen und die ganz vorsichtig abschaben. Ja. Es geht halt bei dem Anatomiekurs auch darum, dass man jede Struktur irgendwie erhält. Ja. Das heißt, man will jeden kleinen Nerven irgendwie sehen. Anschauen, ja. Ja, verstehe. Es geht jetzt nicht nur darum, das komplett irgendwie alles abzuschneiden, sondern halt vorsichtig sich ranzutasten an die Strukturen. Aber dann dauert das doch sehr lange wahrscheinlich, bis diese ganze Leiche skelettiert ist, ne? Ein komplettes Jahr. Ein komplettes Jahr. Ja. Und hinterher ist dann wirklich nur noch das Skelett übrig von der Frau. Also man lässt noch einige Strukturen dran, zum Beispiel die Muskeln mit den Ansätzen lässt man noch dran, aber halt im Bauch und im Thorax, da wird alles rausgenommen. Dann nimmt man die Lungen raus, dann nimmt man das Herz raus. So, halt, stopp, jetzt nehmen wir mal, jetzt hat man das Herz rausgenommen. Ja. Guckt sich das Herz an und bestaunt es von allen Seiten und sagt, oh, so sieht also ein Herz von innen aus. Und dann, was macht man dann mit dem Herz? Ja, was macht man damit? Das geht halt darum, dass man sich dieses Herz genau angucken kann. Ja, ja. Wie es verläuft, das Herz schneidet man dann halt auch auf, dass man sieht, wie diese Herzkammern von innen aussehen, was es da für Klappen gibt. Und das Ganze dient halt dem Zweck, dass man sich das besser veranschaulichen kann. Ist mir klar, aber irgendwann hat man alles sich angeguckt und gelernt, was das Herz ausmacht. Was macht man dann mit dem Restherz, mit dem aufgeschnittenen Herzen? Das bleibt halt so lange erhalten, solange man an dieser Leiche noch arbeitet. Also es liegt denn daneben, irgendwie in der Schüssel oder wie? Ja, das wird normal immer wieder in die Leiche reingelegt und dies wird dann halt in feuchte Tücher eingehüllt, dass es halt nicht in diesem Jahr, dass die Leiche nicht austrocknet und verwest. Mhm. Also da muss man schon aufpassen, ja. Wenn das Jahr dann rum ist, dann stelle ich mir das so vor, dass da ganz viel Einzelteile neben der Leiche oder in der Leiche liegen. Ja, das ist richtig, ja. Was wird denn dann ganz am Ende damit gemacht, mit der auseinandergeschnittenen Leiche? Ja, zum Ende, also wenn man alle Prüfungen dann an dieser Leiche abgelegt hat, wird diese Leiche verbrannt und über die Anatomie beigesetzt. Ja. Also das Thema heißt ja nun Fleisch und ihr müsst dann sehr viel in Fleisch oder im weitesten Sinne in Fleisch da schneiden und schnibbeln. Ja. Denkst du, jetzt frage ich dich, mit dir wir beide reden ja, hast du ab und zu auch mal an diesen Menschen gedacht, an diese Frau? Am Anfang hat man sehr viel daran gedacht. Was ist das jetzt für ein Mensch, der sich da zur Verfügung gestellt hat? Und was hat die für ein Leben geführt? Was hat die für ein Leben geführt? Woran ist sie gestorben? Wisst ihr das, woran sie gestorben ist? Das haben wir dann im Verlauf von dieser Präparation herausgefunden, ja. Ah ja. Der ist die Aorta geplatzt.
und hat dann halt einen sehr starken Blutverlust gehabt. Mhm, mh. Ist dann halt aufgefallen, ja. Ja. Aber oft findet man auch keine Ursache. Ja. Also da gehen schon so Gedanken durch den Kopf. Da gehen Gedanken durch den Kopf. Hatte sie jetzt Angehörige, ja. Kinder, man weiß es nicht halt, ne? Ist das Gesicht dieser Frau, war das verdeckt, während ihr den Körper zerschnitten habt? Oder? Während wir den Körper zerschnitten haben, war das verdeckt. Aber es gehört dann auch dazu, dass man das Gesicht präpariert. Das heißt, dass man auch die Haut vom Gesicht abzieht, um die Gesichtsmuskulatur und so darzustellen. Was war für dich das Schwierigste oder vielleicht auch Schockierendste an der Arbeit? Also das Schwierigste war mit Sicherheit die Präparation vom Gesicht. Mhm. Also am Anfang ist natürlich auch eine sehr große Überwindung, wenn dann noch dieser unversehrte Körper dort liegt, dort die ersten Schnitte zu machen. Ja, glaube ich. Glaub das ich. Ist hammerhart, sich da zu überwinden. Mhm. Aber zum Schluss wird das ein richtiges Werkstück. Das Gesicht, ich muss das jetzt so fragen, weil das ist ja auch Alltag in den, ja. In den Pathologien. Werden auch die Augen rausgeschnitten? Die Augen sind jetzt bei uns nicht rausgeschnitten worden. Mhm. Also die sind halt nicht mehr erhalten nach dieser Konservierung. Ach so. Aber wir bekommen dann Schweineaugen oder Rinderaugen und schauen uns dann dort diese. Und wie ist das mit dem Mund? Wird die Zunge rausgenommen? Was? Die Zunge wird nicht rausgenommen. Der Kopf wird in der Mitte durchgesägt, quer durch die Nase. Oh, jetzt haben wir richtig Horror hier heute Abend, heute Nacht. Ja, es ist halt so. Der Kopf, ist es halt Körper so. Wird in der Mitte durchgeschnitten. Ja. Und dann kann man sich halt den Mund so von der Mitte her angucken. Okay. Das klingt so ein bisschen gruselig und ist natürlich auch im ersten Moment nicht schön, aber letztendlich ist es alles sehr notwendig, dass man das macht, weil ihr zukünftige Mediziner müsst es ja nun lernen. Ne? Ja, da gibt es nun leider halt bisher noch keine Alternative dazu. Gibt es keinen kein Computerprogramm, wo man das irgendwie 3D richtig simulieren kann. Und wir als normale Menschen, als Nicht-Mediziner dürfen natürlich an diesen Untersuchungen nicht teilnehmen, an diesen Präparationen nicht teilnehmen. Deshalb war ich so froh, will ich dir sagen, ich war zweimal in der Ausstellung von den Körperwelten. Ja. Hast du das auch gesehen? Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich kenne einige von den Präparaten von dem von Hagen, weil der halt bei uns am Anatomischen Institut zugange war. Ah ja. Also das war für mich jetzt als Laie war das eine ganz tolle Sache und ich habe das mit großem Interesse mir alles angeguckt, was man sonst so als Normalo gar nicht zu sehen bekommt. Ja, nachdem das Jahr dann vorbei war, Bernd, hast du da ein lockereres Verhältnis zu toten Menschen gehabt? Was heißt ein lockeres Verhältnis? Also da kommen mehrere Faktoren dazu. Ich bin halt noch im Rettungsdienst tätig und da hat man halt auch öfters so unschöne Sachen, wo man auch mal mit einer Leiche in Kontakt kommt. Ja. Aber es gibt ja sicher so einen Gewöhnungsprozess, wenn man ein ganzes Jahr dann rumsteht. Auf jeden Fall. Hundertprozentig wird das so sein, aber ich frage es trotzdem. Ihr macht doch bestimmt auch ab und zu mal Witze zwischendurch, ne? Klar, ne? Da stumpft man ab. Ist ja auch normal, ja. Da stumpft man einfach ab, ja. Sind das sind auch so Schutzmechanismen dann irgendwie. Ja, es ist auch nicht schlimm, wenn man das macht. Ja. Die ersten Tage oder Wochen, hast du das mit nach Hause genommen? Hast du da schon mal von geträumt oder beim Einschlafen? Also, geträumt habe ich Gott sei Dank nie davon, aber man macht sich schon viele Gedanken dann darüber. Ja, vor allen Dingen, du sagst ja auch, dass man den Geruch in der Nase hat, ne? Dann der bleibt halt echt lange in den Klamotten hängen. Also wenn man einmal in diesem Saal war, dann kann man die Klamotten in die Wäsche schmeißen. Glaube ich. Aber da riecht noch der Wäschekorb danach. Würdest du dich für so etwas auch zur Verfügung stellen? Das ist so eine Sache, das habe ich mir noch nicht richtig überlegt. Und wir sind auch nicht gefragt worden, ob wir uns da jetzt zur Verfügung stellen würden. Mhm. Sie haben gesagt, ein Mensch, der sich in unserem Alter, also so um die 20, 30 Gedanken darüber macht, der gehört in die Psychologie. Oder in die Psychiatrie. Nee, finde ich nicht. Ich finde, dass man auch in dem Alter sich beispielsweise auch Gedanken über Organspende machen sollte. Also Organspende sehe ich ganz anders. Also Organspende finde ich super sinnvoll. Genau. Ja. Also ich finde, dass man in jedem Alter, der Tod kann immer eintreten. Das ist leider Gottes so. Ja. Was willst du für eine Richtung einschlagen, wenn du fertig bist mit dem Studium? Das weiß ich noch nicht genau. Also die Notfallmedizin, die interessiert mich halt. Ja. Aber also so Hausarzt wollte ich jetzt nicht unbedingt werden. Ja. Aber es ist halt, wenn man noch nicht in der Klinik ist, kann man noch nicht so viel sagen, weil es gibt so eine Fächerauswahl dort. Also wird sich das ergeben Spektrum, im Laufe des Studiums noch. Das kommt erst später raus. Dann wünsche ich viel Erfolg beim Studium und auch, dass du ein guter Mediziner wirst. Danke. Tschüss, Bernd. Tschüss, Domian. So, Freunde, Thema Fleisch. Und zum Thema Fleisch hat uns angerufen der Klaus. Und Klaus ist 40. Guten Morgen. Ja, Klaus. Ja, hallo Klaus. Schönen guten Tag. Ja. Jürgen, sage ich mal. Ja, sag du mal Jürgen. Sagen, ja, Domian zu mir. Ist das ein Künstlername oder ist er echt? Nee, das ist mein richtiger Nachname. Ja. Und, dann hört sich ja Jürgen besser an. Sag, wie du es möchtest, genau. Ja, ich rufe an
Weil ich Überzeugungsarbeit leisten muss, gerade wenn ich das Wort Fleisch sehe, höre, rieche. Also dann wird mir immer jedes Mal schlecht, wenn ich vor einer Wursttheke herlaufe oder... Aha, du bist Vegetarier. Genau. Ich möchte eigentlich vegan sein. Erklär es uns, was es ist, vegan. Vegan ist zu schwierig zu sein. Also jegliches Produkt, ob es Honig ist, die Bienen werden ja also betrogen sozusagen mit dem Honig vom Imker, indem sie Zuckerwasser kriegen als Austauschstoff. Also du bist gegen den Betrug von Bienen. Genau, dann sind sie zum Beispiel Krankheiten mehr, dann haben sie ja nicht mehr so Immunstoffe, weil sie ja eigentlich diesen Honig sozusagen brauchen, um Immunstoffe zu bilden. Ja, also Veganer heißt wirklich, wie du sagst, alles, was irgendwie mit Tieren zu tun hat, nicht also konsumieren. Keine kein Eier. Kein Gürtel mehr, keine Lederjacke mehr, keine Lederpolster mehr. Sowieso. Kein Hirschgeweih hinter dir. Oh. Nicht mehr an der Wand. Aber nee, Moment. Weil im Grunde das auch ein Symbol ist von Verachtung der Tierwelt. Also weil... Gutes Beispiel. Nun kann man ja sagen, dass der Hirsch ist eines natürlichen Todes im Wald gestorben. Meistens nicht. Nee, ich sag es mal so. Ja. Ne? Er ist eines, und nach vielen, vielen Monaten kam der Domian durch den Wald gewandert. Ja. Sah den Hirsch und hat sich das Hirschgeweih mitgenommen. So einfach würde es dann wahrscheinlich nicht gehen, aber wir nehmen es mal an. Ja. Und weil er ein großer Freund des Hirsches ist, hat er sich das Geweih dann aufgehängt. Das ist doch eigentlich eine Verehrung des Tieres. Und warum darf ich das Geweih dann nicht aufhängen? Ja, weil also die meisten, die sich sowas hinhängen, die machen das nicht aus der Verehrung des Hirsches, sondern weil sie das Tier achten. Ja. Sondern sie triumphieren damit. Ach so, verstehe. Also das ist bei mir nicht so. Großwildjäger in Afrika, da sind die Deutschen auch sehr groß drin. Ja. Also gerade so Leute, die Geld haben, die fahren da hin, macht Catch Hunt. Ist mir klar, die geben an damit mit den tollen Löwen-Trophäen und so weiter. Genau. So, jetzt haben wir das ungefähr geklärt. Veganer ist völlig krass. Ne? Veganer essen nur Möhren. Ja, zum Beispiel. Ja? Aber die Möhre ist doch auch ein Lebewesen. Ja, und da wissen wir eben noch nicht drum Bescheid. Also wir können uns also sozusagen, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass eine Möhre zum Beispiel Schmerz empfindet. Oder dass er darunter leidet, dass er neben eine andere Möhre wächst. Ja. Also insofern, aber das ich verstehe das, worauf du hinaus willst. Also im Grunde ist es immer so, wenn man als Vegetarier oder Veganer mit Menschen streitet, dann sagen die immer, wieso, du isst den Tieren doch das Grünfutter weg. Ja, ja. Ja gut, das. Nein, ich argumentiere immer in der Richtung, ich denke immer in der Richtung, das ist ja auch ein eigenständiges Lebewesen, genau, eine Kartoffel oder so. Ist es auch. Ne? Weiß ich, ob es die ist auch für mich äußerst schwierig, auch selbst das zu konsumieren. Ja, verstehe. Also, es könnte man, ja durchaus sein. Wenn man grundsätzlich jedes Lebewesen respektieren möchte. Ja, stirbst du. Müsste ich sterben, genau. Stirbst du. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Nee, der Sinn der Sache ist eigentlich... Der liebe Gott hat uns ja auf die Welt gesetzt, dass wir essen und trinken. Genau, der Sinn der Sache müsste eigentlich sein, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Ja, jetzt wird es ganz philosophisch. Genau. Ja. Also ich muss erstmal eine Erkenntnis gewinnen über mich selber. Ja, ja. Und dann muss ich mir sagen, was mache ich eigentlich? Mhm. Und wo ich früher Fleisch konsumiert habe, nicht so wie der eben... Aber stell dir mal vor, wenn ich unterbrechen darf, stell dir mal vor, irgendwann kann man wissenschaftlich nachweisen, was ich gar nicht für so absurd halte, ehrlich gesagt, dass Pflanzen, so auch eine profane Kartoffel, eine Empfindung, ein Lebewesen hat und ein Lebewesen ist. Das ist ja schon bewiesen worden. Dann steht ihr ziemlich, dann steht ihr doof da, ne? Das war eine wissenschaftliche Arbeit gewesen, da haben sie Pflanzen tyrannisiert, indem sie zum Beispiel Feuerzeug an die Blätter reingehalten haben und haben diesen Menschen das Zimmer verlassen lassen. Ja. Und haben dann die Impulse, die von der Pflanze ausging, gemessen, wenn dieser gleiche Mann wieder reinkam, der das Feuerzeug benutzt hat. Und wenn der reinkam, der zum Beispiel die Pflanze immer gegossen hat oder gedüngt hat, dann war ein ganz anderer Ausschlag. Also letztendlich wünsche ich nicht noch weitere Entwicklungen in dieser Hinsicht, denn dann wäre es für euch schlecht. Genau. Ne, dann müsstest du überlegen, wohin gehe ich jetzt? Ne, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, indem man vielleicht, wenn man so weit ist, dass man nicht nur Sonnenkollektoren für die Heizung baut, sondern auch Kollektoren, dass der Mensch damit leben kann. Tolle Idee. Nur von der Sonne, ne? Also von der Photosynthese. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Idee. Man legt sie in die Sonne und ist pappsatt danach. Genau. Und man fühlt sich rundum gut. Das ist eine super Idee. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Aber halt, lass uns über Fleisch reden. Das Thema heißt ja Fleisch. Ich muss erst ein bisschen was über Fleisch hören von dir. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, was ich gerne tue, mit einem dicken Schnitzel. Ja. Oder mit einem. Dann versuche ich ihn natürlich sofort zu überzeugen. Nein, ich kann dir mal so ein Beispiel geben. Also was mich. Ich wollte fragen, wenn du das sehen würdest, wenn ich hier ein dickes Schnitzel essen würde, ist dir das richtig ekelhaft? Du selbst nicht. Aber es ist mir ekelhaft,
Ich sehe hinter dem Schnitzel sofort diesen ganzen Apparat. Mhm. Ich sehe den Bauern, der es in dunkler Stelle hält. Zum Beispiel, ich war mal in Steinhagen bei Bielefeld spazieren gegangen durch den Wald. Na nun, da war ein aufgegebener Hof. Ich sage dir, mein Schnitzel kommt vom Biobauernhof. Das war ein ganz glückliches Schweinchen. Nein, ist es auch nicht. Und zwar, es wird nach 3 Monaten geschlachtet. Mhm. 20 Jahre kann es alt werden, gehorcht wie ein Hund. Mhm. Es sind Beispiele dafür, dass Leute sich ein Schwein wie ein Hund halten. Ja. Gut. Ein Schwein ist stubenrein, ein Schwein gehorcht. Gut, dann sage ich, mein Schweinchen, was ich hier gerade hier esse, hat ein glückliches Leben gehabt, ist 20 Jahre alt geworden und ehe es jetzt verkommt. Umgefallen, wie in Indien, die Rinder zum Beispiel. Die dürfen ja bis zum Lebensende da rumlaufen, haben ganz, alle Rechte. Wir haben es ganz kurz vorher geschlachtet und nun lasse ich es mir schmecken. Ist das schlimm? Ja, wenn du es schlachtest, dann ist es schlimm. Dann wickst du es ja um. Ja, aber vielleicht wird es ja 25 Jahre. Ja, gut, aber ist das nicht der Lauf der Natur? Das gab es immer schon. Immer haben Menschen Tiere gegessen. Tiere essen Tiere. Es war mal früher nicht möglich, sich alternativ zu ernähren. Ja. Zum Beispiel jetzt, man muss sich jetzt so einen Steinzeitmensch vorstellen. Ja. Wenn der jetzt durch die Steppe rennt, zum Beispiel durch Afrika, und da ist kaum, er kennt nicht alle Früchte, von verschiedenen Früchten wurden ihn schlecht und weiß nicht alles, und ihm fehlt Nahrung, dann hat er sich natürlich, wenn er dann ein Schwein gesehen hat, hat er sich das reingezogen. Getötet. Aber das Schwein hatte eine Gelegenheit, wegzulaufen. Da waren die Chancen gleich groß. Ja. Auch das Schwein hätte ihn anfallen können und ihn umbringen können. Also, du meinst, also wenn jetzt der Domian und das Schwein freigelassen werden, irgendwo, und beide gleiche Chancen haben, dann dürfte ich das Schweinchen erwürgen und hinterher braten. Eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht. Weil du als Mensch, als einziges Lebewesen auf der Welt, über Tiere wissen wir es noch nicht, darüber nachdenken kannst. Was tue ich da? Du meinst das Schwein, das fällt dich an und sagt, ich muss überleben, und fällt dich einfach an. Also, du kannst darüber nachdenken, was bringt mir das, wenn ich dieses eine Schwein töte? Ja. Also du sagst, jetzt ganz ernsthaft gesagt, das ist eben der große Vorteil unserer geistigen Entwicklung, dass wir abstrahieren können und dass wir entscheiden, dass wir kein anderes Leben zerstören, um uns weiter im Leben zu erhalten. Genau. Das kann ein Tier noch nicht und dadurch machst du... im übertragenen Sinne sieht, ein Tier ist uns ausgeliefert, weil wir eben ein bisschen intelligenter sind. Ja. Und solange wir das ausnutzen, respektieren wir auch keine Behinderten oder respektieren auch keinen dummen Menschen. Jetzt ist es heikel. Lass uns nicht solche Vergleiche ziehen. Was ich gerade noch fragen wollte, ist, du machst einem Tier dann keinen Vorwurf, dass ein Tier frisst? Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil das gar nicht drüber nachdenken kann. Mhm. Der Löwe, der ein Gnu schlägt, der weiß ja gar nicht, was er tut eigentlich. Ja. Ist ja sehr brutal, wenn man das im Fernsehen sieht, ne? Ja, das ist total, ultra brutal. Sehr ich kann es eigentlich nicht sehen. Ja. Ich habe zum Beispiel schon mal einen Tierfilm gesehen, da hat das Gnu-Männchen sich vor dem Gnu-Weibchen, das Gnu-Weibchen hatten sie schon, da hat er sich dazwischen geworfen und hat sich geopfert für das Gnu-Weibchen. Mhm. Und das finde ich total krass. Also man unterstellt den Tieren einfach überhaupt keine Denkweise. Man behandelt das zum Beispiel jetzt mit dieser Vogelseuche. Ja. Zum Beispiel eben unser Vorredner, der hat ja rohes Fleisch gegessen, weiß dann traut er sich nicht eine Leber essen oder dann traut er sich nicht Hühnerfleisch zu essen. Weiß nicht. Ich hoffe, Kreuzwald-Jakob ist ja auch ein Stichwort, Rinderwahn. Ja. Ja. Zum Beispiel, ich weiß von einem Bauern, dass die Rinder früher älter geworden sind wie heute. Du bist ein großer. Jetzt werden sie innerhalb von 2 Jahren geschlachtet, damit man die Kreuzwald-Jakob, also sprich BSE, nicht mehr feststellen kann. Du klingst wie ein sehr großer Tierfreund. Das ist so, klingt nicht nur so. Ja, ich kann nicht anders. Ja. Hast du selbst Tiere auch? Ja. Du hast Tiere? Ja. Was für Tiere? Ich hasse die nicht, aber... nicht hasse. Ich wollte nur einen kleinen Gag. Ich wollte das, sehr witzig. Ich wollte das auch ein bisschen... Ich will das nicht so... Es ist ein todernstes Thema. Ja, ist es auch. Was hast du denn für Tiere zu Hause? Ich habe 50 Tiere zu Hause. 50 Tiere? Ja. Was für Tiere? Ja, ich halte die erstmal 20 Wellensittiche in einen 12 Quadratmeter Voliere. Ja. Dann halte ich 4 Hunde, paar Katzen, 7 Katzen. Ja, also ein Tier. Die können zusammen, also die vertragen sich super. Ja. Also dieses Märchen, Hund und Katze verstehen sie nicht, ist totaler Quatsch. Jetzt verrate, also ich mag schon viele Tiere, großes Herz. Mäuse halte ich, Mäuschen. Kaninchen halte ich, die in kleinen Käfigen. Die meisten Menschen halten die Kaninchen ja in so 1,20 Meter Käfigen. Ja. Lassen die mal so 5 Minuten raus und ich halte die auf 20 Quadratmeter. Sag mal, Klaus, jetzt sind wir alle gespannt, was du heute Abend zum Abendbrot gegessen hast. Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Entweder Nutella-Brot. Ach, das geht. Oder Käsebrot. Halt, Käse darfst du essen, als Veganer. Ja, ich bin kein Veganer. Ich habe ja eben damals gesagt, ich schaffe das nicht. Ich verstehe. Ich bin zu schwach, sagen wir mal. Ja. Also, weil ich Angst habe, weil ich Verantwortung übernommen habe für meine Tiere jetzt. Ja. Dass ich habe Angst, dass ich als Veganer mich nicht richtig ernähre.
Ich verstehe. Also Vegetarier mit einer großen Sehnsucht, Veganer irgendwann zu werden. Also Käsebrot ist noch drin. Also ich bin immer kurz davor, aber für meine Frau ist es sehr schwer und Alleinkämpfer. Ich möchte sie auch nicht immer vorwurfsvoll angucken und sagen, du isst noch Käse und so. Weil Käse wird ja im Grunde daraus hergestellt, dass Kälber zum Beispiel von der Mutter getötet werden. Herodesprämie in Frankreich werden die ja totgeschlagen, damit die... Deine Frau ist aber auch Vegetarierin. Ja, klar. Die ist auch Vegetarierin. Ja, jetzt musst du. Das ist so wie CDU-Wähler und Grüne, die nicht zusammenleben. Ach, das geht mittlerweile ja auch schon. Ja, so, Klaus, jetzt musst du sehr tapfer sein. Ne? Bitte? Jetzt musst du sehr tapfer sein. Wer weiß, was wir im Laufe der Sendung noch an fleischigen Geschichten hören. Nee, eins muss ich noch sagen. Bitte. Unbedingt. Und zwar 1981. Deswegen rufe ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich vorher Woche anrufen, da ging es ja um Tiere. Ja. Und 1981 hat Manfred Karemann einen Bericht über Libanon gebracht, dass die von uns Rinder importieren. Weißt du was? Die schächten sie da. Weißt du was, Klaus? Ich mache mal einen Vorschlag. Wir haben hier schon so lange geredet. Der Wolfgang Appel, der war dabei. Der Tierschutzbund-Vorsitzende. Pass auf, jetzt machen die Vorschlag. Halt. Ich will dich doch gar nicht abwürgen. Ja. Ich wollte nur sagen, jetzt haben wir jetzt schon so lange geredet. Ja. Du hast ja was Interessantes noch zu erzählen. Ja. Lass uns das ganz einfach vertagen auf morgen oder übermorgen. Ja. Bist du einverstanden? Ich komme ja nicht wieder rein. Wir haben deine Telefonnummer. Wir können es arrangieren, okay? Ja. So machen wir es, Klaus. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen übermorgen. Dann unterhalten wir uns über den Libanon. Ja. Okay? Ja. Bis dahin. Alles Gute. Also denk da dran. Ja, ich denke dran. Tierschutz ist das Wichtigste. Wir reden morgen übermorgen weiter, okay? Ja, also, alles tschüss. Gute, ne? Er will aber dann nochmal. Dann biete ich es ihm schon an. Mann, wo sind wir denn hier? Jetzt ist Frank hier und Frank ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Thema Fleisch, Frank. Ja, hallo. Hallo. Ja, also ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil ich bin extrem doller Fleischesser und meine Freundin macht mir dann halt einen Strick draus. Ja, die macht dir einen Strick draus. Wie? Ja, weil sie ist extrem, also gegen Fleisch, nicht Veganer, sondern halt Vegetarier. Also sag mal, die isst zwar auch jetzt Tierprodukte, Tierprodukte, sehe jetzt, wie der andere gerade gesagt hat, der Klaus oder wie heißt das, Honig beziehungsweise Eier oder sowas, das isst ja noch alles. Ja. Aber wenn ich jetzt mit Fleisch anfange, beziehungsweise wenn ich jetzt ab und zu mal rohes Fleisch esse, hier die bloß Fasern rausreiße, die vielleicht ein Fingernagel groß sind und das esse, da kriegst du totales Ekelcreme und da willst du jetzt irgendwann mal Schluss machen. Deshalb. Weil sie ist überzeugter, also die Jetzt erzähl mir erstmal, wie viel Fleisch du so vertilgst. Also bei mir, bei meinen Eltern, also ich esse, also 100% jeden Tag, also nicht jeden Tag, jeden zweiten Tag esse ich Fleisch. Mhm. Und wenn ich jetzt ab und zu mal bei Freunden bin, das ist ja übrigens, jeden zweiten Tag ist bei mir zu Hause Fleisch da. Ja, das ist ja übrigens auch noch nicht so viel, ne, wenn man jeden zweiten Tag isst. Nee, aber ich sag mal, gut, wenn jetzt einer jetzt zum Beispiel zwei, drei Schnitzel isst am Tag, das geht ja noch, aber bei uns bleibt ja extrem noch was übrig und dann heißt es halt, also ich esse jetzt, also von ganz großen Portionen vom Schnitzel her, dann esse ich halt da fünf, sechs Stück und wenn ich nach Hause komme, esse ich nochmal. Und es ist meine Freundin viel zu viel, weil sie Vegetarier ist. Haust dir gerne den Bauch voll mit Schnitzeln? Ja, also Schnitzel ist bei mir das A und O. Aber es ist nicht so krass. Aber es ist nicht so. Oder es irgendwas anderes zukommt, ist ja egal, aber Schnitzel. Es ist nicht so krass, wie wir das am Anfang gehört haben, dass du auch viel rohe Sachen isst. Also, Wenn ich jetzt rohe Sache so zu mir kriege, also ich bin ja jetzt halt arbeitslos und wenn meine Bekannte bzw. meine Freundin halt Fleisch macht extra für mich, wo es dann extrem sauer ist, dann komme ich halt nicht zum rohen Fleisch. Aber wenn das rohe Fleisch so halt ist und wenn es ganz kurz in der Pfanne ist, dann reiße ich davon was ab bzw. esse es oder bzw. wenn es noch nicht zubereitet ist, esse ich es so. Ja, also dem auch nicht abgeneigt. Na. Nee. Nee. So, jetzt, wie lange seid ihr ein Paar? Ja. Nee, wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, über ein Jahr. Über ein Jahr. Ja. Und jetzt sag mal im Ernst, deshalb wankt jetzt eure Beziehung, weil deine Freundin das nicht mag, dass du dir den Bauch immer so mit Fleisch vollhaust? Weil sie überzeugte Vegetarierin ist. Und sie das irgendwie ekelhaft findet und auch abstoßend findet. Und verurteilt auch. Richtig, ja. Wenn man so nimmt, richtig, ja. Was ist ihr Hauptargument? Das Hauptargument ist halt, die armen Tiere, die werden in Gefangenschaft gelebt und die leben nur für Schlachten, die Tiere haben auch ein eigenes Leben. Und was erwiderst du da?
Na, die Tiere werden für mich bloß für Schlachten gezeugt. Also ich sag mal, die Tiere sind halt da und ja. um zu essen werden. Hast du schon mal gesehen im Fernsehen oder vielleicht sogar wirklich real, wie es in so Massentierhaltung zugeht? Ja, ich sag mal nicht gerade Massentierhaltung, also es kann auch sein, dass halt wenn ich aus dem Kaufland kaufe, halt, dass es normal gezüchtet wird, nicht, dass es Massentierhaltung ist. Aber letztendlich ist es ja auch egal. Hauptsache du kriegst es auf den Tisch. Ja. Richtig, ja. So, weil es mir halt schmeckt. Ja, ist mir schon klar. Jetzt sind da auch wieder zwei Parteien, stehen da sich unerbitterlich gegenüber, ne? Richtig, ja. Wie argumentiert ihr denn da? Du sagst, mir schmeckt es halt. Sie sagt, das ist ekelhaft und das Tier darf nicht getötet werden. Deshalb gibt es denn da schon mal irgendeine Annäherung, dass du zum Beispiel sagst, na okay, ich reduziere das jetzt mal ein bisschen. Es muss ja auch nicht so übertrieben sein. Ja, ich reduziere das ja schon mit einem rohes Fleisch. Also sag mal, rohes Fleisch esse ich jetzt bestimmt seit 2-3 Wochen nicht mehr, weil ich meine Freundin was Gutes haben möchte. Aber ich sag mal, also an sich Fleisch, das bleibt bei mir und ich möchte auch nicht, dass die Beziehung daran kaputt geht. Aber ich sag mal, ich esse für mein Leben gern Fleisch. Ja. Wenn jemand zu mir ankommt, ich darf nicht mehr laufen, das ist genauso so Frank, genauso blöd jetzt könnte man ja Fleisch essen darf. Jetzt könnte man ja ein eigener Mensch. Ja, ist ein eigener Mensch, ein sehr wahrer Ausspruch, ja. Jetzt könnte man ja fragen, entweder Fleisch oder meine Freundin, was ist wichtiger? Ja, klar, also ich würde mich 100%ig für meine Freundin entscheiden, aber ich finde es halt ein bisschen komisch halt, dass mein Freund mich davor stellt, eventuell bald, dass ich halt dann eventuell kein Fleisch mehr esse, beziehungsweise mit ihr zusammenbleibe. Und das finde ich dann halt ungerecht, sagen wir so. Ja, also das finde ich allerdings auch. Das ist dann schon sehr fanatisch. Ich finde, wenn man Vegetarier ist, ich respektiere das sehr, sollte man auch respektieren oder tolerieren, wenn ein Mensch nicht Vegetarier ist. Richtig, genau. Wo vielleicht wirklich der Kompromiss bei euch liegen könnte, wäre, dass du hast es ja schon angedeutet, dass du das rohe Fleischessen reduzierst oder sein lässt und dass du ganz einfach die Mengen ein bisschen zurückschraubst, damit sie das nicht zu sehr provoziert und mitkriegt. Und dann ist es aber auch gut. Ich finde, dann sollte jeder sein Ding da machen. Du beschimpfst sie ja auch nicht, dass sie kein Fleisch isst. Ne? Du zwingst sie ja auch nicht dazu, Fleisch zu essen. Richtig, ja. Also da müsst ihr irgendwie versuchen, einen Mittelweg zu finden. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist sie aber auch so fanatisch drauf, dass sie dich auch irgendwann nicht liebt, weil das ist ja absurd. Deshalb eine Beziehung, ihr seid verlobt. Wenn nicht irgendwie andere Probleme da noch im Hintergrund wabern irgendwie, oder? Das ist richtig klar. Ja. Gut, also versuch das nochmal mit einem sehr ernsten und sehr sachlichen und konstruktiven Gespräch mit deiner Freundin. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja. Maike, ich liebe dich. Das war sie, die Freundin. Genau. Okay. Alles Gute, Frank. Tschüss. Okay, tschüssi. So, meine Lieben, Thema Fleisch. Weiter geht's mit Roland. Und Roland ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hallo, Roland. Hi, Domian. Wie geht's? Ja, danke schön. Zum Thema Fleisch, du auch? Ja, ich auch. Und zwar habe ich eine Fleischdiät gemacht. Eine Fleischdiät? Richtig. Aha. Was heißt das? Ja, und zwar ist das die Atkins-Diät. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal was von gehört. Wie heißt das? Atkins-Diät. Atkins-Diät. Von Robert C. Atkins. Nee. Noch nicht gehört. Nee, noch nicht gehört. Ich interessiere mich auch nicht für Diäten. Deswegen ist das auch nicht verwunderlich, dass ich das nicht kenne. Ich interessiere mich nämlich auch nicht für Diäten. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich dann doch aufgehorcht, als ich davon gehört habe, weil man da ziemlich einfach ein bisschen Gewicht abnehmen kann. Ja, das heißt, du warst übergewichtig? Ja, ich war dabei, übergewichtig zu werden, ein bisschen schon drüber. Eigentlich bin ich nicht wirklich dick, aber... Wie dick warst du? Wie schwer warst du? Bei 1,80 war ich 85 ungefähr, ja, das 88. Ist, ja, das ist ja nicht viel. Nee, das ist nicht viel, aber bei einer Diät geht es ja auch nicht unbedingt um viel abzunehmen, sondern auch um gesünder leben. Und mich hat überzeugt, dass man dabei beim Fleischessen gesünder leben können soll. So, wie genau sieht denn diese Fleischdiät nun aus? Ja, also es gibt verschiedene Phasen. Die erste Phase ist eigentlich, wenn man es noch nicht gemacht hat, ziemlich krass. Man isst fast nur Fleisch. Und eigentlich geht es darum, Fett und Proteine zu essen, besonders Fett. Ja. In welchem Zustand isst man das Fleisch? Gebraten, gekocht? Das kann man in allen möglichen Varianten essen, Ach so. Wie man möchte. Mhm. Man kann tatsächlich auch Käse essen und Eier, aber am besten funktioniert es halt mit Fleisch, weil das darf auch gerne fettig sein. Ach so, also die Fleischdiät lässt auch Käse zu.
die lässt auch Käse zu, aber weil es eigentlich eine Fett- und Protein-Diät ist. So, wie sah denn dann so dein Speiseplan über den Tag aus bei dieser Fleischdiät? Ja, also man kann... Frühstück, man kann sich da an Tabellen orientieren und so weiter. Und es gibt auch schon Rezepte oder so. Also in England zum Beispiel ist es besonders populär gewesen, jetzt diese Diät, da gibt's alles Mögliche. Nee, sag du mal, was hast du zum Frühstück, lass uns mal einen so einen Tag durchgehen, was hast du morgens gegessen? Ja, morgens lasse ich meistens ausfallen, aber mittags habe ich dann zum Beispiel eine ganze Ente verdrückt. Eine ganze Ente? Ja, so aus dem Tiefkühl. Eine ganze gebratene Ente? Ja. Oder gegrillt oder wie auch immer? Habe ich in den Backofen geschmissen, ja. Aber die Ente pur, ohne Kartoffel, ohne irgendwas? Ohne alles, ja, genau. Also man kann vielleicht noch einen kleinen Salat dazu essen, aber ja, klein. So. Schön mit viel Öl dazu. So, und dann nachmittags gibt es eine Zwischenmahlzeit? Ja, nachmittags dann nochmal ein Steak oder so in die Pfanne gehauen. Mhm. Und abends... So anstelle der Buttercremetochter ein Steak? Genau. Und, ja, und abends? Spätabends dann vielleicht auch nochmal ein Würstchen oder mehrere. Ja, meistens habe ich dann ziemlich reingehauen, also 6 Würstchen direkt. 6 Würstchen? Wie, und davon wird man dünn? Das kann ich mir davon nicht vorstellen. Davon wird man dünn. Würstchen und zwar, sind fett. Und wenn die Ente auch noch fett gebraten ist, oder weiß ich nicht. Das ist nämlich der große Irrtum, dass man durch Fett dick wird. Das ist eine riesengroße Verarsche der Low-Fat-Industrie, was es da alles gibt. Man wird nämlich nach wie vor, das war schon immer so, von Kohlenhydraten dick. Das so heißt von Brot, Kartoffeln, vor allem natürlich von Süßen. Sagt natürlich derjenige, der jetzt eine Brotdiät anpreist, das ganze Gegenteil. Aber egal, wie lange hast du es gemacht? Die erste Phase ist, wie gesagt, 14 Tage. 14 Tage? Ach, du bist mittendrin im Moment. Bitte? Du bist gerade mittendrin noch. Nein, das ist schon ein bisschen her. Also die erste Phase ist 14 Tage, da isst man wirklich nur Fleisch. Achso, die 14, die verstehe ich. Oder eben Käse kann man auch, aber... Verstehe ich. Wie lange hast du es insgesamt gemacht? Eigentlich mache ich es immer noch, indem ich nämlich einfach meinen Fleischanteil stark erhöht habe. Ja. Wie viel Kilo, du hattest 85 Kilo, was ja nun wirklich nicht viel ist. Wie viel hast du jetzt? Jetzt habe ich 80. Naja, also ist auch kein großer Unterschied. Ja, 88. Von 88 auf 80 war es. Ja. Das sind 8 Kilo, aber die habe ich halt, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, innerhalb der ersten 2 Wochen abgenommen. Ach so. Und also man muss aber gänzlich so auf Süßigkeiten verzichten und Nudeln und Fritten und sowas, das alles genau, nicht. Genau, alles, das soll man alles weglassen. Da ist man nämlich in eine ketone Phase und da verbrennt der Körper Fett, aber der verbrennt gleich das Körperfett mit. Also es ist natürlich auch für deutlich Übergewichtigere zu empfehlen. Nun ist das Ganze ja ein teurer Spaß, ne? Wenn man so viel Fleisch sich da reinhaut. Ja, man muss natürlich nicht viel essen, aber man hat... Ja gut, du isst eine ganze Ente und ein Steak und da kommt schon einiges zusammen. Und die vielen Würstchen abends? Das ist schon etwas teurer, ja. Ja. Also, kommt aber Gemüse ist ja inzwischen auch teurer. Also so eine Gurke für fast 1 Euro, das finde ich schon teuer. Ja, eine Gurke ist vielleicht immer noch billiger als eine Ente. Na egal. Diese ganze Substanz, Fleisch überhaupt, kommt dir das ja nicht mittlerweile dann schon aus den Ohren raus? Also ehrlich gesagt, anfangs, als ich das nur gegessen hatte schon, aber ja. Ich habe mich auch wohl dabei gefühlt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie, wenn vielleicht manche denken, dass die Verdauung da nicht mitspielt und so Verstopfung kriegt oder so. Habe ich auch genau gerade gedacht, keine Ballaststoffe. Ist totaler Quatsch. Also man braucht eine gewisse Umstellphase, aber dann... Also dir schmeckt es nach wie vor und dir ist es auch nicht zuwider? Also ich esse jetzt vermehrt Fleisch, aber auch andere Sachen natürlich. Übrigens ist meine Freundin Vegetarierin. Hm. Und das passt ja prima. Ja, das passt gut. Aber ein Mensch braucht ja auch mal was Frisches. Mal einen Apfel oder mal eine Banane oder irgend sowas. Ja, wie gesagt, also... ist nicht? Inzwischen... ist mein Anteil nur höher, aber ich esse auch Gemüse und so. Nur halt mit Süßem und übrigens auch in der ersten Phase darf man auch kein Obst essen und so weiter. Sonderbar, habe ich noch nie gehört, sowas. Also wenn es denn ein bisschen funktioniert, na gut. Ob es funktioniert nicht ein bisschen, es funktioniert radikal. Radikal, 8 Kilo abgenommen. Du kannst dich
Du kannst zugucken auf der Waage, wie du abnimmst, wenn du wirklich das durchziehst. Weißt du, ich bin generell immer so ein bisschen sehr skeptisch bei Diäten, weil ich glaube, dass Diäten sehr, sehr viel Unglück in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon angerichtet haben bei Leuten, die immer dünner werden wollen. Man muss es machen, wenn jemand sehr, sehr, sehr übergewichtig ist. Aber sonst... Ich glaube, dass viele essgestörte Menschen essgestört sind, weil sie 100.000 Diäten gemacht haben und dann völlig durcheinander gekommen sind, beispielsweise. Nun gut, aber du bist erfolgreich. Und also ich habe mich auch beim Arzt untersuchen lassen und er war vollauf zufrieden. Also meine Werte von wegen Cholesterin und Quatsch, alles das war kein Problem. Und du fühlst dich wohl, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Und du empfindest es als erfolgreich und das ist das A und O ja bei der Sache. Ja. Guten Appetit weiterhin. Danke. Tschüss, Roland. Auch. Ciao. Tschüss. Gerda, 54 Jahre alt. Hallo. Gott, Domian. Ja. Ja, bei mir ist es so, ich habe einen ganz ausgeprägten Ekel vor fettigem, rohen Fleisch. Vor fettigem, rohen Fleisch? Ja, das ist sogar ganz schlimm bei mir. Ich muss sagen, jetzt, selbst wenn nur davon die Rede ist, so wie jetzt, ich habe schon ein paar Mal würgen müssen, nur beim Zuhören. Ach, also wenn ich das jetzt hier unten rauszaubern würde und in die Kamera halten würde, wäre dir nicht ganz wohl. Dann muss ich schon würgen und wenn ich dann noch eine Sekunde länger hinschaue, muss ich schon weglaufen zur Toilette und muss mich übergeben. Oh weia, oh weia. Also ich will das fettige Fleisch nicht hochholen, was ich hier unten stehen habe. Nee, bitte nicht. Nein, ich lasse es hier unten, ich lasse es hier unten. Ja, genau. Du bist eine Hausfrau, ne? Bestimmt auch gewesen oder immer noch. Ja, ich lebe mit meinem Sohn zusammen, aber zu Hause gibt es kein Fleisch. Ich bin Vegetarierin. Ach so, gar kein. Also nicht nur kein fettiges Fleisch, sondern gar kein Fleisch. Genau. Wenn der mal Fleisch außerhalb essen will, dann soll er außerhalb gehen. Ja. Der mag ganz gerne mal einen Schnitzel, aber bei mir zu Hause gibt es nicht. Das geht gar nicht, kann ich gar nicht. Wie kommt denn dein besonderer Ekel vor fettigem Fleisch, rohem Fleisch? Ja, und zwar folgendes. Mir hat später mal ein Arzt gesagt, ich war von 10 bis 16 im Internat bei Nonnen und die Nonnen haben selbst geschlachtet. Mhm. Und zwei Tage später gab es dann oft die Blutwurst und die Sülze. Ja. Und die mochte ich da schon nicht. Da habe ich mich da schon vor geekelt, weil wir genau wussten, die kamen vom Schlachten. Mhm. Die haben uns gezwungen, beim Schlachten zuzugucken. Mhm. Und da hatte ich schon so einen Ekel davor. Und das wurde dann immer schlimmer. Das heißt, dieses Erlebnis des Schlachtens ist dir tief eingeprägt? Ganz genau, ja. Wie haben die Nonnen, die Schweine damals geschlachtet? Oh, da darf ich gar nicht von sprechen. Das schnürzt mir schon den Hals zu, wenn ich schon jetzt von rede. Ja, na gut, dann lassen wir es. Nee, also wir mussten dazugucken, ne, beim Schlachten. Und das ist nun wirklich kein schöner Anblick. Nee. Und dann zu wissen, zwei Tage später isst man dann die Wurst. Das war also als Kind, mit 10 Jahren war das ganz fürchterlich für mich. Ja. Und dann wird man auch, ich habe festgestellt, auch sehr fantasievoll, um die Wurst dann verschwinden zu lassen. Oder ganz schlimm war es dann auch mittags beim Mittagessen. Die anderen durften nach Mittagessen zum Spielen vorm Silenzium. Ich musste dann stundenlang vor dem Teller, von den Nonnen gezwungen, vor dem Teller sitzen und dann Fleisch essen. Das war für mich als Kind ganz, ganz furchtbar. Hast du denn vorher, bevor du da in dieses Internat kamst, auch kein Fleisch gemocht? Nein, da mochte ich auch noch nicht. Ach so, das war aber also... Aber das war später dann schlimmer. Ja. Wie lange hast du das ausgehalten bei den Nonnen? Wie lange haben die dich malträtiert? Sechs Jahre. Sechs Jahre haben die dich gezwungen, Fleisch zu essen? Ganz genau. Und du wolltest es nicht? Ja, genau. Da ist der Ekel natürlich tief verankert, ne? Genau. Und damals mit 10 Jahren habe ich mir dann schon vorgenommen, das mache ich später mit meinen Kindern nie, die zwingen zu essen. Das habe ich da draus gelernt. Ja. Das finde ich, das ist eine Quälerei fürs Kind, wenn das was nicht mag und zwingt es, das zu essen. Und das habe ich auch immer durchgehalten, das mache ich bis heute nicht. Und dann hast du auch später, war es für dich fast klar, als du dann auch aus dem Internat rauskamst, ich bin Vegetarierin? Ja, da war es ja praktisch schon. Das war schon so. Also es gab auch nicht so eine Zwischenphase, wo du gesagt hast, okay, so eine leckere, geräucherte Salami oder so mag ich, esse ich gar nichts mehr. Nein, gar nichts mehr. Und das hast du durchgehalten bis heute, dein ganzes Leben bis lang? Bis heute, ja. Mhm. Wie hast du das so hingekriegt? Du sagst gerade, mein Sohn, wenn der irgendwie Fleisch essen will, dann muss der rausgehen. Du warst mal verheiratet oder hattest einen Mann? Ja. Da kam es dann schon mal vor, wenn's da mal Fleisch gab, dann hat er zum Beispiel das Fett weggeschnitten, das konnte ich gar nicht, da hat er mich sehr unterstützt. Ja. Aber das Fett konnte ich dann auch schon nicht sehen, dann stand ich schon würgend in der Küche. Ach so, das Fett ist ganz besonders schlimm für dich, ne? Ja, so fettiges Fleisch. Ja. Wenn es jetzt ganz zartes, rotes Fleisch ist, geht's noch. Dann muss ich aber auch schon würgen. Musst du auch schon würgen. Ja. Und dann ist das eher eine Tortur für dich, das zu braten und zubereiten. Genau so ist es nicht dein Schönstes, ne? Genau so ist es. Ja. Ganz schlimm war es auch, als vor einiger Zeit doch die BSE-Debatte war. Da hat man ja unheimlich viel so in den Nachrichten im Fernsehen gesehen. Ja, ne? Ja, da haben sie dann oft so Labore gezeigt, wo die so Hirn oder so untersucht haben. Und wenn ich da nur
kurz hingeguckt habe, musste ich schon würgen. Wenn ich da kurz länger hingeschaut hätte, hätte ich mich schon übergeben müssen. Ich kann das gar nicht sehen. Also, du bist, aber man kann es ja auch verstehen, wenn du da so gequält worden bist als Kind und musstest bei den Schlachtungen dabei sein und dann haben die Nonnen dich gezwungen, das zu essen, dass man da seinen Widerwillen aufbaut, dass das wirklich ein ganzes Leben anhält. Ist ja verständlich irgendwo. Mir hat später ein Arzt gesagt, der Ekel käme da wohl her. Ja, das glaube ich auch, ja. Gut, aber du hast dich arrangiert, du führst ein gutes Leben als Vegetarierin und ja, genau. Dir schmeckt und du bist gesund und was willst von du mehr? Von Veganern muss ich sagen, wo der eine Vorsprecher da vorher von geredet hat, ja? Da halte ich jetzt gar nichts davon. Wenn ich das hätte, dann dürfte ich ja keine Milchprodukte essen. Ja, ja. Dann kriegt man nämlich ganz schnell Mangelerscheinungen. Ja, ja, davon halte ich überhaupt nichts. Also so Eier und Milchprodukte, die esse ich schon. Ja. Also Gerda, ich bleibe bei meinem Wort und hole das fette Fleisch nicht hervor. Das ist sehr nett von dir, ja. Und wünsche dir alles Gute. Danke, dass du angerufen hast. Danke, Doktor. Tschüss. Wiederhören. Servus. Chris, 25. Hallo Chris. Ja, hallo. Hallo Chris. Ja. Zum einen wollte ich mal ganz kurz sagen, zu den Vegetariern, ich finde schade, dass die nicht so tolerant sind wie die Fleischesser. Ja, wir Fleischesser sind super tolerant, ne? Ja, also ich meine, ich sag ja auch keinem Vegetarier, also ich bin jetzt das krasse Gegenteil. Ich esse so gut wie überhaupt kein Gemüse. Ah, ja. Und ich sag ja auch keinem Vegetarier, ich finde das scheiße, dass du Gemüse isst, nur weil ich Fleisch unheimlich gerne esse. Ja. Und das finde ich also nicht so tolerant von den Jungs. Also, reden wir jetzt über dich. Ja gut, also ich bin, ja, hast du ja schon gehört, ein leidenschaftlicher Fleischesser. Ja. Und bei mir geht das also auch so weit, dass ich nicht nur Rind und Kuh und also und Schwein und sowas esse, also bei mir geht das auch zum Pferd oder Bisamratte oder auch schon mal zu ausgefalleneren Sachen. Also ich habe auch schon mal Eidechse gegessen. Ich habe schon mal Känguru gegessen. Känguru, ja. Ist zwar zäh, aber schmeckt gut. Ja, ich fand es auch lecker. Ja. Eidechse hast du auch gegessen? Eidechse habe ich auch schon mal gegessen. Wie schmeckt Eidechse? Ach, das kann man ganz schlecht erklären. Das ist so ein bisschen vielleicht wie ein Hühnerflügel. Also das ist jetzt auch nicht viel Fleisch dran. Das wird dann sehr knusprig und also man kann es gut zubereiten, es schmeckt sehr gut. Und wo hast du die Eidechse gegessen? Die habe ich beim Bekannten von mir gegessen. In Deutschland? Ja, hier in Deutschland. Und wo kam die Eidechse her? Das weiß ich nicht. Kann man, weil das kann, ist also normal hier nicht so als Lebensmittel ist es nicht zu bekommen. Nee, wollte ich gerade sagen. Und woher das hat, also das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Wie denn? Hat der irgendwo eine Eidechse besorgt? Ja. Und hat diese Eidechse geschlachtet? Ja. Ausgenommen, schön gewürzt, gebraten und dir dann angeboten? Ja, sicher. Ja, weil also er weiß, dass ich also auch, ich bin also so, dass ich gerne andere Arten an Fleisch ausprobiere. Was ist denn das Ungewöhnlichste, was du bisher an neben der Eidechse finde ich schon ungewöhnlich, an anderen Fleischsorten ausprobiert hast? Ja, eine Schlange schon mal. Eine Schlange. Also das sind so die ungewöhnlichsten Sachen. Ich meine, obwohl, ich meine, in meinem Bekanntenkreis ist es also schon ungewöhnlich, dass ich also auch gerne mal Ratte öfter esse. Oh. Und also jetzt nicht eine Hausratte, so Bisamratten sind es halt. Finde ich noch heftiger als eine Schlange, muss ich sagen. Eine Ratte könnte gar nichts Schlimmes dran. Bitte? Ist gar nichts Schlimmes daran. Also schmeckt sehr gut. Das Fleisch ist sehr lecker. Oh, ihr Vegetarier und ihr Veganer, die ihr jetzt zuschaut, ihr müsst wirklich jetzt ganz, ganz, ganz tapfer sein. Das ja, ist ich jetzt glaube, die gehen wir alle auf den ganz, jetzt. Ganz schlimm, was Chris hier alles erzählt. Aber also ich sag mal so, zu meiner Verteidigung, also so Sachen wie Hund oder Katze oder sowas, das kommt mir also nicht. Nicht in Kochtopf. Auf keinen Fall auf den Teller. Also ich habe selbst auch einen Hund und also da könnte ich dann doch nicht einen Hund essen, um zu wissen und wissen, ich habe einen zu Hause. Also dann sind wir schon mal beruhigt. Nee. Wie ist das denn mit der Ratte? Gehst du dann schon mal bei euch in die Kanalisation, fängst dir eine Ratte und die wird gegrillt? Nein. Also ich habe einen Bekannten, der ist Jäger. Und der fängt sowas, fängt dann halt neben anderen Tieren, die er schießt, der stellt also auch Fallen auf und fängt Ratten. Ja. Und ja, wenn Saison ist, wenn er die fängt, dann bekomme ich dann auch immer welche mit. Kriegst du die lebend? Nein. Die bekomme ich also schon fertig ausgenommen und also im Prinzip, das sieht aus wie ein kleines Spanferkel. Naja, gut. Und das, ja. Wie bereitet man eine Ratte nach deinem Geschmack am besten zu? Am besten in der Pfanne. In der Pfanne, richtig klassisch gebraten. Schnitzel in der Pfanne braten. Ja. Das schmeckt am besten. Also nur gewürzt, nicht paniert. Ja. Was ist da von all den absonderlichen Dingen, die du jetzt schon probiert hast? Wo sagst du, das ist das ultimative Fleisch? Da könnte ich mich reinsetzen. Ja. Da würde ich ganz klar die Ratte sagen. Ehrlich, die Ratte? Ja. Also kein Schwein, kein Hühnchen? Nein, also im Gegensatz zum Beispiel zu Schweinefleisch ist Ratte absolut kein bisschen Fett dran. Ja. Also das schmeckt wesentlich besser, ist fettfreier alles wie... Wie oft kommt denn Ratte bei euch auf den Tisch? Also, ja, einmal die Woche. Ehrlich, einmal die Woche?
Zwischendurch, ja. Ich komme nie zu dir zu Besuch, zum Essen. Das ist hiermit entschieden. Ach, solltest du mal probieren. Obwohl ich ja auch immer so aufgeschlossen bin und viel probiere. Das mit dem Känguru war mir auch ein bisschen seltsam. Ich habe ja auch schon mal Bärenschinken gegessen. Mhm. Das fand ich auch relativ lecker, muss ich sagen. So, die Sendung ist vorbei. Lieber Chris, alles Gute. Ja, dir auch. Und bis irgendwann mal. Tschüss. Ja, alles klar. Tschüss. In der Technik, Gundel Blendin. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Gute Nacht und schlaf gut. Tschüss. Zwei Uhr. Vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. In den Schmiergeldskandal um das neue Münchner Fußballstadion hat sich jetzt auch Bundesinnenminister Schily eingeschaltet.